Hallo Stefan, schön, dass du bei uns bist. Hallo Horst, gerne. Am besten stellst du mal dich und deine Firma Ossudio Deutschland vor. Ja, Ossudio Deutschland. Wir sind hier verantwortlich innerhalb der Ossudio-Gruppe für das Dachgeschäft Deutschland, Österreich und Schweiz. Haben natürlich unsere Schwestergesellschaften noch im Ausland aktiv. Wir als Servicedienstleister und auch natürlich Werk-2-Partner, ganz wichtig. Das was uns sehr freut. Sind natürlich im Umfeld, wir nennen es heute, um ein ganz neues Wort reinzubringen, den Bereich Unified Commerce. Das heißt alles rund um elektronischen Verkauf von Produkten, von Artikeln und natürlich auch die Erfahrung, die die Kunden mit diesen Lösungen auch schaffen können. Und damit wir auch jeden ansprechen, individuell, jede Gruppe von Leuten, junge Leute, Mittelalter Leute und ganz alte Leute vielleicht, die ganz unterschiedliche Anforderungen haben, sind wir in diesem Umfeld tätig. Das geht los bei den Lieferanten, bei den Herstellern, die Daten zur Verfügung stellen. Das führt dazu, diese Daten müssen in die Commerce-Systeme. Die Commerce-Systeme haben natürlich viel Marketing, haben Kundendaten dort drin. Alles das muss ein Zusammenspiel sein. Das geht bis in die Logistik rein, wo natürlich diese Produkte auch ausgeliefert werden. Und diese komplette Wertschätzungskette, die setzen wir als Ossudio quasi um. Wir betrachten die Prozesse unserer Kunden. Wir implementieren die Lösungen dafür und gestalten damit neue Systeme, die zukunftsgerecht ausgerichtet sind. Und ein Part dieser Lösung sind natürlich auch Printdokumente heutzutage immer noch. Ja, Print braucht man immer noch für eine erfolgreiche Customer Journey und Customer Experience. Unified Commerce hört sich sehr, sehr umfassend an. Dann ist so der klassische, wir implementieren einen Webshop-Commerce-Anwendung nur noch die Spitze des Eisberges? Es ist richtig, weil sehr viel drumherum auch stattfinden muss. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt Kunden heute, die bekommen gewisse KPIs von ihren Vorgesetzten, von Gruppen, Konzernen vielleicht auch vorgegeben. Und es ist nicht damit getan, einfach nur ein paar Produkte online zu stellen. Weil es muss der Prozess ja auch da sein. Sind die überhaupt von der Logistik in der Lage, diese Aktion, die jetzt gerade vor Weihnachten stattfindet, auch wirklich umzusetzen, ausliefern zu können? Oder sind sie nicht überfordert vielleicht in dem Moment, weil all diese Prozesse angestoßen werden müssen? Und das geschieht oft schon 12 Monate im Voraus, bevor diese Aktionen vielleicht alle starten. Und das ist zu einfach zu sagen, dann machen wir mal eben einen kleinen Shop auf, bringen ein paar Produktdaten rein. Das wird nicht der durchgreifende Erfolg. Und ich muss halt sämtliche Kanäle mitnehmen. Vom Ladengeschäft, von dem Versandhandelsunternehmen vielleicht, was dahinter stecken kann, von dem Online-Vertrieb. Ich muss alle mit einbeziehen. Und die Kundenerfahrung kann in einem Geschäft online und physikalisch ganz unterschiedlich sein. Und es ist auch nicht, dass Commerce sämtliche Städte leer zieht, sondern ich muss mich auch anpassen, muss in den Geschäften einen Mehrwert bieten gegenüber dem Online-Geschäft. Und da gibt es ganz interessante Modelle heutzutage. Beispielsweise die Stadt Hof bezahlt heute Influencer, die für die Geschäfte wirklich Marketing, neues Marketing in diesem Fall halt, tätigt und damit Leute wieder in die Geschäfte bringt, in die Städte reinbringt, aber auch den Online-Verkauf ankurbelt und damit auch wirklich neue Kunden auch generiert und gewinnt. Ein kleines Beispiel, wo man auch wieder den Offline-Kanal auch mit antreiben kann. Und dieses Zusammenspiel, das ist wichtig, dass es lückenlos passiert. Das ist, glaube ich, immer noch die Erfolgsformel, die jetzt schon seit 10 oder 15 Jahren Multi-Channel existiert, dass die Orchestrierung, das Zusammenspiel der einzelnen Kanäle immer noch das Erfolgsgeheimnis ist. Wenn du sagst, Logistik ist der Treiber, erinnert mich an ein Weltbildprojekt, das wir vor 20 Jahren gemacht haben. Das war eine der ersten logistikgetriebenen Abverkaufskataloge. Da hat nicht mehr das Produktmanagement den Katalog zusammengestellt, sondern die Logistik und die Logistik, also die Verfügbarkeit hat auch die Größe der Produktdarstellung getrieben. Das war der Jokers Restseller-Katalog von Weltbild. Das ist, kenne ich auch immer wieder, dass so die Automatisierungskonzepte gibt es schon lange, aber ich glaube, es ist auch super spannend, das genau in solche Konzepte, in die digitalen Konzepte reinzubringen und es dann halt nahtlos und integriert darzustellen.
Heute ist, glaube ich, die Schnelligkeit und die Flexibilität der Lösung ganz, ganz wichtig, dass die verschiedenen Lösungen miteinander sprechen, Daten in Echtzeit nach Möglichkeit austauschen. Das gibt die Geschwindigkeit den Unternehmen. Alles das, was wir heute tun, du kennst es noch, ich kenne es noch, das hat damals mal Otto, Quelle, Neckermann, ja, alle diese Player gemacht. Da gibt es nicht mehr viele, da gibt es nur noch den in Hamburg sitzend. Mhm. Und letztendlich ist es nichts anderes als das Commerce, was wir heute tätigen, nur auf eine etwas langsamere Art und Weise, etwas unflexibler, aber am Ende ist es das Gleiche, heute nur in einer anderen, moderneren Form. Das hört sich für mich auch an, dass euer Wissensspektrum und euer Know-how-Spektrum, wenn ich so eure Historie anschaue, immer breiter wird. Mhm. Bekommt ihr da auch die richtigen Leute dafür? Ist ja heute sehr schwer, die richtigen Experten zu gewinnen. Das ist eine große Herausforderung in Deutschland natürlich auch, die Experten zu bekommen. Mhm. Der Kampf am Markt ist sehr hart. Mhm. Man muss den Mitarbeitern heutzutage neben den interessanten Tätigkeiten auch noch viel drumherum bieten. Mhm. Das ist ein Grund, warum wir in diesem Jahr auch nach Dortmund gezogen sind, an den Phoenixsee, eine sehr alte historische Stätte. Da wurde früher Stahl gekocht, wurde irgendwann mal in ein schönes Ambiente umgewandelt, hat eine Mischbebauung von Firmen, von Leuten, die dort auch wohnen, bis zu sehr prominenten Leuten, die dort wohnen. Also ein sehr, sehr schönes Areal. Das ist sehr teuer auch. Auch für uns ist das ein teurer Umzug, eine teure Mietstätte, die wir dort haben. Mhm. Aber es zieht Leute an. Wasser zieht sowieso Leute an. Das Ambiente ist sehr schön. Es bietet den Mitarbeitern auch neben der Arbeit, nach der Arbeit, auch ein gutes Umfeld mit tollen Restaurants, Sportmöglichkeiten und so weiter. Und das ist was wir auch bieten müssen, neben ganz vielen Incentives, die wir machen. Mhm. Oder auch sogar persönlich, mein Geschäftsführerkollege und ich, wir kochen inzwischen zweimal im Monat für die Mitarbeiter. Und das ist auch etwas Persönliches, was wir als Wertschätzung unseren Mitarbeitern geben. Wir nennen es die Chefköche, so ein bisschen mit dem Wort gespielt auch. Und das ist auch eine Sache, die nicht jedes Unternehmen bietet. Da kommen wir auch in Diskussion, in Nähe zu den Mitarbeitern auch. Und es ist eine schöne Sache als ein Beispiel, was man da heutzutage auch mal bieten muss. Klasse. Das Konzept mit den Chefköchen kannst du auch auf Partner ausweiten, sehr gerne. Komm gerne mal vorbei zum Essen. Herzlich eingeladen, immer am Donnerstag, alle zwei Wochen. Also wir müssen nur den Donnerstag abstimmen. Okay. Und wir haben auch schon den einen oder anderen Kunden oder Partner auch mal da gehabt, die das dann einfach mitgemacht haben. Und ja, wenn du so mutig bist. Ja, ich bin belastbar. Also die Einladung werden wir sicher annehmen und danke fürs Vorbeischauen, Stefan. Gerne. Und alles Gute fürs nächste Jahr. Dir danke. Auch.